Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Unicorn. Heute möchte ich mit euch ein wenig kreativ werden. Und zwar geht es um das Thema One Stroke. Ich mache heute eine kleine Einführung für euch in das Thema. Und zwar zeige ich euch, was ihr dafür braucht. Ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr am besten machen könnt. Und zum Schluss machen wir natürlich auch noch ein kleines Muster, was ihr dann mit etwas Geschick und ein wenig Übung einfach nachmachen könnt. Aber was braucht ihr eigentlich für One Stroke, um das Ganze auf den Nagel zu bringen? Erstmal braucht ihr Pinsel. Ich würde euch einen Nuller-Pinsel empfehlen und einen richtigen One-Stroke-Pinsel. Das Ganze gibt es in schräg oder in gerade. Ich benutze lieber den geraden. Dann braucht ihr natürlich Farben und zwar mindestens zwei, denn wir tragen ja mit einem Pinselstrich mehrere Farben auf. Deshalb heißt es ja One-Stroke. Ich benutze hier die Farben von Marielle. Die haben sich für mich über die Jahre echt ganz gut bewährt, muss ich sagen. Ihr könnt natürlich jede Acrylfarbe nehmen, die ihr im Bastladen findet. Sie sollte natürlich die richtige Viskosität bzw. Dicke haben, damit ihr das Ganze auch richtig schön auf den Nagel bringen könnt und die Farbe zwischendurch nicht abreißt. Dann braucht ihr noch eine Unterlage, die nicht saugfähig ist. Ich habe jetzt hier eine Plastikunterlage. Nicht saugfähig deshalb, denn sonst trocknet euch die Farbe zu schnell aus. Ihr könnt natürlich auch Porzellan, Glas, Metall oder wie hier Plastik nehmen. Und ihr braucht natürlich auch noch ein Glas Wasser, um den Pinsel zwischendurch mal sauber zu machen oder Farbe zu verdünnen. Und zu guter Letzt braucht ihr natürlich eine ruhige Hand. Versucht wirklich, wenn ihr One Stroke macht oder generell, wenn ihr feine Sachen auf den Nagel malen wollt, eure Hand richtig fest auf den Tisch aufzulegen. Ich sehe manchmal Leute, die versuchen so auf dem Nagel zu malen, funktioniert natürlich nicht, weil so hast du definitiv keine ruhige Hand. Deshalb versucht wirklich eure Hand auf den Tisch aufzustützen, auf eure andere Hand aufzulegen und dann seid ihr sicher und habt eine ruhige Hand. Zum Üben würde ich euch empfehlen, das Ganze erstmal auf Papier zu machen. Ist natürlich am einfachsten und ihr versaut euch keine Tipps dadurch. Als zweiten Step würde ich euch empfehlen, das Ganze auf einen Tipp zu machen, denn der ist immer noch ein bisschen gebogen und das Ganze ist natürlich auch etwas schwieriger. Dazu den Tipp einfach ein bisschen mit einem Buffer anfeilen und eine raue Oberfläche schaffen und dann könnt ihr darauf auch schon üben. Und als letzten und finalen Step das Ganze natürlich auf den Nagel der Kundin oder auf euren Nagel machen. Und zwar wird das Ganze nach der dicken Aufbauschicht gemacht, nachdem ihr den Nagel nachgefeilt habt. Den Nagel nicht zu grob nachfeilen, wirklich nochmal mit dem Buffer drüber gehen, damit ihr die Oberfläche schön fein habt, damit es wie Papier ist quasi. Und dann könnt ihr den One Stroke auch wirklich schön auftragen. So, fangen wir an zu üben. Und zwar auf Papier. Nehmt am besten leicht abgetöntes Papier. Ich habe jetzt hier leider nur so relativ dunkles gefunden, aber das wird auch funktionieren. Warum? Weil wenn ihr mit weißen Farben malt, seht ihr es natürlich besser als auf weißem Papier. Ganz einfach. So, und dann legen wir los. Ich benutze jetzt hier wieder ganz normale Acrylfarbe und ich saue mich schon wieder ein. Die Farbe ist jetzt wieder von Marielle. Kann ich unten mal verlinken, falls ihr da mal reingucken wollt. Davon nehme ich einfach so einen Tropfen hier drauf. Ich benutze jetzt hier ein Violettblau und ein ganz normales Weiß. Und einen One-Stroke-Pinsel. Ja. Wenn ihr die kauft, ihr müsst nicht unbedingt richtige One-Stroke-Pinsel kaufen. Ihr könnt auch in den Bastelladen gehen und euch ganz einfache Pinsel kaufen. Das ist jetzt hier ein abgeschrägter. Habe ich hier noch einen? Jawohl, hier. Das ist nochmal ein dünnerer. Worauf ihr achten solltet, ist, dass die Haare sehr fein sind. Also mit wirklich borstigen Pinseln werdet ihr nicht weit kommen. Wirklich Pinsel aussuchen, die sehr fein sind, ruhig ein paar Euro mehr ausgeben, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Ganze natürlich auch funktioniert. So, Farbe ist drauf. Diese Farbe verdünnen wir jetzt noch ein wenig mit so einem Tropfen Wasser.
Farbe sollte nicht zu dick sein. Und dann auch noch das Blau, weil das ist schon ein bisschen dickflüssiger. Das Besitz ist schon ein bisschen länger in meinem Besitz. Deshalb das Ganze noch ein bisschen verdünnen. Nicht, dass euch das Zeug auf dem Papier zu schnell trocknet, beziehungsweise auf dem Pinsel zu schnell trocknet, weil dann kriegt ihr keine vernünftigen Striche hin. Genau, und euch reißt der Film ab. So, erste Übung. Ich tue den Pinsel immer, den One-Stroke-Pinsel immer erstmal ein bisschen in Wasser, damit die Borsten sich schon mal so ein bisschen schöner anfühlen. Und dann fangen wir an, den Pinsel mit der einen Seite in eine Farbe einzutauchen und mit der anderen Seite in die andere Farbe. Und dann auf einer Malunterlage ein wenig zu verstreichen. Einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite. Diesen Prozess wiederholen wir. Passt auf, dass ihr nicht die Seiten vertauscht, sonst habt ihr die Farbe auf der falschen Seite. Also immer den Pinsel auch mitdrehen. Genauso wie beim Eintunken. Ich hätte es fast schon falsch gemacht. So rum, so rum, so rum. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Und die erste Übung ist, das solltet ihr ein paar Mal wiederholen, bis es wirklich sitzt. Und zwar einfach nur den Pinsel ansetzen, einen kleinen, kurzen, geraden Strich nach oben, dann den Pinsel ein wenig fester auf die Unterlage drücken und dann einen Bogen und nach unten. Das Ganze wiederholt ihr dann ein paar Mal. Am besten nach jedem Strich bzw. jedem Farbauftrag einmal den Pinsel wieder in die Farbe und dann das Ganze wiederholen. Kurzen Strich, rumziehen, runter. Kurzen Strich, rumziehen, runter. Strich, rumziehen, runter. Und versucht das am besten so ein bisschen auf Geschwindigkeit zu machen. Weil wenn ihr es schnell macht, dann sitzt es irgendwann auch natürlich besser. So, das macht ihr jetzt ein paar Mal. Am besten wirklich so ein, ja, ein DIN A4-Blatt ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so ein halbes DIN A4-Blatt solltet ihr mit den Dingern schon mal voll machen, damit ihr wirklich schon mal diese Bewegung drin habt. Und dann kommt jetzt auch direkt die nächste Bewegung. Und zwar ist das der Umkehrschluss zu dieser. Ich habe jetzt den Pinsel einmal ausgewaschen, tunke den wieder in Farbe, links, rechts. Dann verstreiche ich das wieder auf der Malunterfläche und Unterlagenunterfläche. Unterlage. Und dann machen wir das Ganze nämlich andersrum. Und zwar oben anfangen, runterziehen und dann nach oben. Unten oben anfangen, runterziehen, nach oben. Zwischendurch immer mal wieder in Farbe gehen. Falls ihr merkt, eine Farbe ist irgendwie zu wenig auf dem Pinsel, nehmt diese Farbe ein bisschen mehr und dann verteilt sie auf der Malunterlage. Und dann fangen wir wieder an. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. So, Übung Nummer 2. Wir verbinden die erste und die zweite Übung. Und zwar wieder die Farbe nehmen. Den Strich nach oben. Und dann den Strich nach unten. Dann wieder Farbe nehmen. Strich nach oben. Strich nach unten. Wieder Farbe nehmen.
Wenn ihr hier merkt, dass das Weiß zu schwach wird, verstreicht erst die Farbe auf der Unterlage. Also nehmt euch erst die eine Seite, dann die andere Seite, verstreichen. Und dann geht nochmal mit der weißen Seite in das Weiß rein. Und zwar nur ganz leicht, sodass ihr wirklich nur an der Spitze so ein bisschen dran habt. Und dann ist das Weiß auch direkt kräftiger. Davon macht ihr dann auch wieder ein halbes Blatt voll oder auch mehr. Kommt darauf an, wie ja, geschickt möchte ich nicht sagen, wie gut ihr damit zurechtkommt. Und dann kommen wir zur nächsten Übung. Wenn ihr das Ganze dann, solltet ihr auch noch versuchen, das Ganze in verschiedenen Richtungen zu machen. Das heißt, der Kunde ist ja kein Blatt Papier. Das heißt, ihr könnt das Blatt Papier drehen und wenden, wie ihr wollt, aber den Kunden nicht. Das heißt, ihr solltet versuchen, dieses Muster auch etwas schräg aufzutragen. Das heißt, hier reißt der Farbverlauf ab. Es kann auch zwischendurch sein, dass die Farbe ein bisschen trocken wird. Dann nehmt euch einfach wieder ein bisschen Wasser und verdünnt die Farbe wieder oder nehmt einfach neue Farbe. So, und das übt ihr dann auch wieder eine halbe Seite oder eine Seite, bis ihr das Ganze drauf habt. Und dann kommen wir zur nächsten Übung. So, das war es jetzt mit dem ersten Teil unseres One-Stroke-Grundkurses. Bis der zweite Teil kommt, es wird nicht lange dauern, könnt ihr ja schon mal ein wenig mit den ersten Übungen das Ganze durchgehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben. Facebook, Twitter, Instagram geht natürlich auch noch einiges ab. Und ja, Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Ich werde jetzt diesen Baum schmücken und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.